Oh ja. Aber ich kann nichts auswählen. Ah, hier ist auch noch ein Zimmer. Möbelschlüssel. War das die ganze Zeit über schon da? I don't know. Oh, ein Schrank. Toll, toll. Ernsthaft? Da ist einfach nichts drin. Dr. Gray. Hallo? Gray. Detective Carly. Ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schattenmann. Sie können ihn Tja, nicht ich retten. Habe bislang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Okay, das ist sehr weird. Und so, die kaputte Uhr. Ja. Okay. Toll, weiß ich doch nicht. Was willst du von mir? Mehr Zeit haben wir nicht. Und dann ist die Uhr kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mit dann auch nur drei Fingergeste machen. Soll mir das hier auf dem Boden was sagen? Ich habe keine Ahnung.
Detective Carnby wünschte sich nichts mehr, als dass alles einen Sinn ergab. Aber offenbar stand das derzeit nicht zur Debatte. Hier ergibt gar nichts mehr Sinn, das stimmt. Also ich schätze mal, das hat was mit dem hier auf dem Boden zu tun. Ich weiß es nicht. Ich mach mal ein Foto davon. Wo ist denn eigentlich der andere Zettel? Hier war doch noch einer. Mit der Scheibe. Und der ist irgendwie weg. Das war nämlich die Form von den Pfeilen. Einer unten, unten, oben. Das ist das Einzige, was mir jetzt logisch vorkam. Geht es Ihnen gut? Sie sehen verstört aus. Nur dieses dämliche Telefon. Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitung ist vollkommen tot. Es ist nicht... Ja, nein, das Telefon ist kaputt. Ja. Miss Hartwood, ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Ist etwas in dem Schrank? Ich glaube, das sieht sie gar nicht. Sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach was auch immer Jeremys Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört? Ich verstehe nicht. Soll das eine Modemetapher sein? Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen... Das nicht? Na gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Nein. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht. Okay. Adieu, Miss Hartwood. Die muss echt denken, er hat einen kompletten Knall. Warum habe ich ihn ausgewählt? Verdammte Scheiße. Ich hätte es wahrscheinlich viel einfacher jetzt. Raserei. Weil du auch einen kompletten Knall hast, nee, weil er eine Knarre hatte. War in diesem Fall keine gute Idee. Denkt man nicht immer, dass das andere besser ist und dann ist das nicht so? Ja, sie scheint ja nicht so eine übernatürliche Scheiße zu haben.
Wahrscheinlich hat sie dafür 300 Millionen Rätsel. Wir haben das antike Stellarium gefunden. Es hing über einer Klippe am Polarmeer. Zuvor waren wir einen Tag lang vom Eskimo-Lager nach Norden gefahren. Jacob von Ostert war das kühnste Mitglied der Expedition. Er war auf der Suche nach dem Ursprung eines besonderen kristallinen Metalls, das in mehreren heiligen Artefakten der Eingeborenen des nordöstlichen Grönlands vorkommt. Diese Stätte war für jeden Entdecker ein besonderer Fund gewesen. Und wir waren alle voller Entzücken, waren wir doch auf der Suche nach Erleuchtung. Was von der Struktur übrig war, schien fast nicht von dieser Welt und wirkte hochentwickelt. Das Metall, nach dem Jacob suchte, gab es hier in Hülle und Fülle. Wir waren so begeistert von unserem Fund, dass uns der Sonnenuntergang überraschte. Als wir schnell unsere Ausrüstung einsammelten, um zum Lager zurückzukehren, erklärte Jacob von Ostert mit einem Mal, dass er bleiben würde. Er war nicht davon abzubringen. Wir flehten ihn an, sich das noch einmal zu überlegen. Es würde mit jeder Stunde kälter werden und wir alle waren um unsere Sicherheit besorgt. Jacob weigerte sich und drohte uns mit Gewalt, sofern wir ihn nicht in Ruhe lassen würden. Als der Schneefall immer schwerer wurde, überließen wir ihn seinem Schicksal. Das Wetter verschlechterte sich am Folgetag noch und wir mussten Stunden damit zubringen, unseren Unterschlupf zu verstärken. Denn unsere Zelte waren jetzt so gut wie nutzlos. Die Gruppe hatte Jacob abgeschrieben. Er konnte das nicht überlebt haben. Ich hatte den Drang, noch einen Versuch zu unternehmen, um ihn zu retten. Also machte ich mich auf den Weg. Ist schön, dass sie direkt aufgeben. Mit einigen Leuchtfackeln brach ich zur Küste auf und begann zum Stellarium zu klettern. Und dann sah ich ihn. Er starrte zu einem brennenden Himmel empor, zu einer himmlischen Laterne. Jacob kippte um und stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, der mich mit Angst und Mitleid erfüllte. Er schrie in Todesqualen, denn die Kälte hatte sein Fleisch zerfressen. Ich rief seinen Namen und er wandte sich zu mir um. Sein leerer Blick ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Er sagte, »Sie müssen jetzt gehen, Herr Stern. Gehen Sie und kehren Sie nie wieder zurück.« Also ging ich. Okay, ja, na klar, gehen wir einfach. What the fuck? Macht man so, ne? Ah.
Okay. Klar, wenn man mir sagt, geh, dann geh ich. Logisch. Was zur Hölle ist hier schon wieder los? Wir frieren ein. Wer ist der Typ da? Scheiße, da lebt er. Hallo? Are you friendly? Are you friendly? Hey, Sie! Was machen Sie hier? Was ist das für ein Ort? Are you friendly? No? Kehren Sie um, Detective. Sie sind hier nicht willkommen. Hey, ganz locker. Ich bin nicht Ihr Feind. Sie waren falsch, Detective. Ganz falsch. Brenne in der Hölle. Selber schuld. Ah, der wird bestimmt wiederkommen. Atmosphäre ist hier ganz anders. Ich fühle mich hier so, als ob ich, weiß ich nicht, Cult of the Cthulhu oder so bin. Das ist schon wieder so seltsam hier alles. Oh, Cthulhu. Warum ist die Musik so bedrohlich? Wer weiß, wer weiß. Oh, was zur Hölle. Natürlich der Stier. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht wolltest, dass ihre Sterne richtig stehen, Jeremy. Oder vielleicht ist es auch genau das, was nötig ist, um ihre Manie in den Griff zu kriegen. Aber alles leuchten. Oder nicht? Oder doch?
Aber die leuchten alle. Ich weiß leider nicht mehr, wie das aussah. Was ist das da? Jetzt leuchten alle, okay. Oh, Kutubu, erscheine! Willen. Jetzt bleib doch endlich mal tot! Bleib doch tot, was soll das? Ich steche dich! Ja! A! B! Ich habe keine Kugeln mehr. Ach, wirklich? Fliegen wir aber mal kreuz und quer durch die Gegend. What the fuck, Alter? Jeremy? Ich habe alles getan. Bist du zufrieden, du dummer Scharlatan? Was willst du noch von mir? Soll ich meinen Verstand verlieren? Gütiger Gott! Ja. Doktor! Batiste! Schnell! Was? Was ist es? Was? Was sollte das, Compère? Das sind die ganze Zeit, ihr Ficker! Das sind die scheiß Bediensteten! Ihr Huans! Oha! Ja,
Ihr Drecksspastis. Die ganze Zeit muss ich mich rumquälen wegen euch. Jetzt kommt die Göre auch noch. Abhiss ich. Oh Mann. Sind Sie wach? Nee. Sie sind wach. Mr. Canby ist wach. Hey, mein Freund. Ich dachte, Sie würden den Rest der Nacht schlafen. Gesellen Sie sich doch zu uns. Es gibt auch noch Gumbo. Schön, dass Sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber Sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Gray geschlagen. Sind Sie? Was? Okay. Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Compère. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, Detective? Ganz prächtig. Und Ihnen beiden? Was für eine Bildung. Hey, Jeremy, ich habe Ihnen nicht zu arg wehgetan, oder? Alles ist gut. Alles ruhig. Was ist mit ihm? Okay. Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halbblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Ja, wow! Solange ihm jemand. Wir haben jetzt eine Lobotomie verpasst während des Kampfes? What the fuck? Alles wieder normal. Das ist überhaupt nicht normal. Wir haben sein Leben zerstört. Weiß Emily über Jeremys Zustand Bescheid? Ja. Ach du Scheiße. Sie scheint recht gut damit umzugehen, den Umständen entsprechend. Deswegen das Messer. Die haben auch die ganze Zeit davon geredet, dass ein Stich durchs Auge helfen wird und so. Und das war die ganze Zeit diese Lobotomie-Anspielung und so. What the fuck? Darf ich da nicht hin? Doch, darf ich. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Detective. Nehmen Sie doch etwas Gumbo. Nee, behalt den Scheiß. Danke. Ich esse ihn später. Da ist bestimmt Gift drin. Das ist ein beeindruckender Raum. Beeindruckender, als Sie sich ausmalen können. Okay, tolles Gespräch. Hey, Kleine, was machst du da? Die Feier vorbereiten. Ich will Mutter nicht enttäuschen. Okay. Ihr seid also herzlich und toll. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Was? Gut oder nicht? Wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc! Setzen wir alles! Sind wir eine Sekte? Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. The fuck? Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns die Gnade. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Erweise uns die Gnade. Höre uns, Mutter. Ja, Mutter. Ja, nimm uns
unsere Opfergabe an und richte über uns. Seid ihr verrückt? Das ist was geschehen muss, Compère. Detective, bring sie meinen Onkel weg. What the fuck? Jeremy, komm ja, sie mit! Ja. Hierher! Jeremy, komm sie mit! Hierher! Nein! Es muss doch ein Opfer geben! Wir werden sterben! Ja, okay. Ah! Der Baum lebt! Oh, gut, du! Komm schon, Jeremy. Was zum Fick? Was passiert hier? Was? Was ist denn das jetzt für ein Trip? Was? Ich darf dieses Monster nicht aus der Shadow entkommen lassen. Ich muss es aufhalten. Was? Was ist denn mit dem Spiel? What the fuck? Alter, was ist das für ein Trip? Okay. Ich meine, die haben es so im Grunde eigentlich verdient mit ihrem Scheiß. Aber lass mich doch da raus. Wo muss ich überhaupt hin? Da alles zu. Der Baum geht immer ab. Ja, und ich muss jetzt gegen diese scheiß Baum wahrscheinlich noch kämpfen, ne? Na super. Schrotflinte. Alter, ich, also... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh shit. Ich krieg viel zu viele Sachen jetzt. Okay, Baum. Baumi Tentakelus.
Hoppidi, hoppidi, galoppi. Machst du da? Ich habe keine Kugeln mehr. Ich habe allgemein keine Munition mehr. Scheiße! Oh, das wird ein richtig ätzender Kampf. Oh, nö. Oh, das wird richtig kacke. Oh, boy. Ah. Okay, das... Also das Fies ist eine, aber dass er jetzt auch noch andere holt, das hasse ich. Ich habe keine Kugel mehr. Boah, lad doch schneller, ja, Junge. Kugeln mehr.
ich das denn so schnell machen? What the fuck? Oh komm, jetzt muss ich alles wahrscheinlich wieder neu machen, ne? Ey, komm, das ist doch der größte Dreckskampf. Völlig übertrieben, dass da noch so eine anderen Scheiß-Mob-Gegner kommen. Warum? Warum macht man das? Reicht nicht der Kack-Boss? Nee, ey, vor allem lädt er nach wie so ein Lahmarsch. Oh boy. Na, das wird ja lustig. So unnötig einfach. Weil die Steuerung ist jetzt auch nicht die beste, ne? Ich habe keine Kugeln mehr.
Gottes Willen! Keine Kugeln mehr. Okay, Kugeln mehr. So ein Lackaffe beim Kämpfen, ne? Also ganz ehrlich, das Kämpfen ist furchtbar hier. Geh in Rente, bitte. Detective. Was zur... Ich wollte es Ihnen sagen. Es gab so viele Beweise. Ihre Hingabe zur schwarzen Ziege war größer als alles, was ich je erlebt habe. Ich kam mir so dumm vor, dran zu glauben. Aber gut, dass ich es tat. Geht es Ihnen gut? Ziege. Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Okay. Das Kind ist sowas von creepy einfach. Na schön, bereit nach New Orleans zu fahren? Hallo, Mosi. Komm schon, Jeremy. Wir gehen. Darf ich mit? Nee. Ich dachte, du müsstest nicht gerettet werden. Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Nein, lass sie da. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Oh. Ja, ich bin wichtig. Ja, fürs Feuer. Ja, ich meine. Und alle anderen sind tot. Ganz ehrlich, es ist ehrlich gesagt kein Verlust. Die waren ja alle komplett durch. Fall abgeschlossen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eieiei. Das war ein Fiebertraum. Das war ein Fiebertraum. Das tat gerade mega weh, Alter. Glaube ich, aha. Das geht tatsächlich, aber wenn ich damit reden will, so, das tut richtig weh. Dark. Tat mega weh gleich nochmal. Und nochmal. Kann ich bald Metal singen? Muss ich üben.
bei Tresor Festivals auf Air auf jeden Fall.